Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Kommen wir nun zum zweiten Spieler des heutigen Showdown-Duells zwischen Curtis Jones von Liverpool und Laporte von Manchester City. Jones haben wir bereits in einem separaten Video ja uns angesehen und natürlich auch die SBC gelöst. Nun schauen wir uns Laporte an und gehen auch dort gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 230.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können dort auch Preisschwankungen vorkommen. Lasst euch aber nicht allzu sehr vom Preisunterschied zu Jones irritieren, denn wir bekommen bei Laporte Packs im Wert von 42.500 Coins wieder zurück. Das sollte man sich trotzdem nicht schönrechnen. Aber vielleicht fürs nächste Event nimmt man es doch auf jeden Fall gerne mit. Dementsprechend wären sie ungefähr ja, gleich teuer, wenn ihr sie denn abschließen möchtet. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal den Spieler an, bevor wir in die SBC-Lösungen gehen. Und dort haben wir ja einen 89er Innenverteidiger, der natürlich mit einem Upgrade auf 91 kommt. Und sollten die beiden sich mit einem Unentschieden trennen, dann gibt es eine Punkteteilung und dementsprechend wäre er eine 90er Innenverteidigerkarte. Und falls er ja, leer ausgeht mit Manchester City, dann bleibt er so, dann gibt es gar nichts tatsächlich. Aber auch so 89 bewertet, das ist schon mal ordentlich. Und wenn wir uns so erstmal die Größe angucken, 1,91, so von der Statur so, ja, das ist schon sehr bullig, schwacher Fuß, da braucht, ja, 4 Sterne hätte man gerne vielleicht, aber beim Innenverteidiger ist das tatsächlich ein bisschen zu vernachlässigen, das ist nicht so schlimm. Die Arbeitsraten mittel, auch so mittelprächtig, hier habe ich ganz gerne eigentlich mittelhoch, beziehungsweise, ja, ist okay, auf die Workrates würde ich nicht allzu viel setzen. Ist okay, auch für einen Außenverteidiger, für einen Innenverteidiger ist die Ausdauer jetzt auch nicht allzu wichtig. Natürlich hat man dort gerne ein bisschen mehr. Sehe ich jetzt hier sofort als kleinen Schwachpunkt. Wäre es eine Außenverteidigerkarte, würde ich sagen, nein, macht diese Karte auf keinen Fall. So haben wir hier 77 Ausdauer für eine IV-Karte. Ja, mit Arbeitsraten mittel, das geht schon. Was aber heraussticht, ist sein Reaktionswert und der ist für einen Innenverteidiger sogar richtig wichtig, ja. Und auch der Ruhewert von 93 kommt ihm auf jeden Fall zum Vorteil. Kurzer Pass, langer Pass hat er dann auch noch, das sieht man auch nicht so häufig, dass das dann auch noch, ja, sehr gut ist. Da ist er auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt, ja, dementsprechend auch gut in FIFA unterwegs. Was natürlich ein kleines Handicap auch hier wieder ist, ist der schwache Antritt. Man muss ihn auf jeden Fall Shadow geben, damit er aus dem Arsch kommt. Das sage ich jetzt mal so salopp. Da mit 79, da ist er ein bisschen schwach. Sprintgeschwindigkeit 88. Der Versatz ist mir ein wenig zu groß. Nichtsdestotrotz ist das eine absolut spielbare Karte. Ihr müsst euch da nicht ja, an solchen Werten aufhängen. Probiert diese Karte mal aus, wenn ihr sagt, ihr braucht einen Laporte in eurem Team, ihr findet die Karte gut und ihr habt gerade die Coins oder ganz viele Untrades im Verein, macht ihn und probiert ihn aus. Es ist ein Spiel und spielt, ja. Mehr brauche ich auch nicht zu sagen. Okay, gehen wir rein in die SBCs und wie gesagt, hier kriegen wir ein paar Packs zurück. Das erste Premium Electrum Spielerpack hat einen Wert von 12.500 Coins und dann haben wir noch ein seltenes Electrum Spielerpack im Wert von 30.000 Coins und das Gute ist, die sind ja alle tradable, das heißt, ihr könnt jeden Spieler dort auf dem Transfermarkt verkaufen und vielleicht habt ihr sogar Glück und zieht einen der kommenden Foot Captains. Okay, die erste SBC hat folgende Bedingung: Manchester City brauchen wir mindestens einen Spieler, Team of the Week mindestens einen Spieler, Teamgesamtbewertung 83, Teamchemie 80 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt dafür ja mindestens 2 Tage Zeit. Ich habe es im letzten Video gesagt. Der Anstoß ist, glaube ich, um 17.30 Uhr am 10.04. Okay, damit ihr Bescheid wisst, ich denke, kurz vorher wird diese SBC dann ablaufen. Dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go.
Und damit haben wir die erste SBC gelöst. Kostenpunkt hierfür circa 44.000 Coins. Das war der erste Streich. Der zweite folgt zugleich mit der Spanien-SBC. Ja, und auch wie es der Name hier verrät, brauchen wir mindestens einen Spanier. Teamgesamtbewertung 87, Teamchemie 50 und auch hier natürlich 11 Spieler. Und ein letztes Mal gehen wir hier gemeinsam durch. Let's go. Und damit haben wir auch die zweite und somit letzte SBC für Laporte ja, abgeschlossen. Kostenpreis dafür dann nochmal ca. 185.000 Coins. Gerne mal eure Meinung zu diesen Spielern, insbesondere hier natürlich, weil wir Laporte gemacht haben für diese Innenverteidigerkarte von ihm, in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, falls ihr da vielleicht schon mal Feedback habt. Dann könnt ihr nicht nur ja, vielleicht den ganzen Zuschauern helfen, sondern auch mir. Ich überlege auch, vielleicht diese Karte abzuschließen. Ich weiß noch nicht. Bin noch ein bisschen unschlüssig und deswegen würde ich mich da gerne mal auf euer Feedback freuen. Ansonsten gerne liken und falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mich auch gerne komplett kostenfrei abonnieren, um zukünftige Videos von mir nicht zu verpassen. Außerdem würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen kostenlosen Follow auf Twitch dalassen würdet. Dort werden wir ja unter anderem natürlich auch FIFA spielen und das dann auch mit einer Livecam. Keine Sorge, ihr müsst euch nicht erschrecken oder vielleicht doch. Ich würde mich freuen, wenn man sich dort sieht. Und dann lasst doch mal liebe Grüße da und in diesem Sinne reingehauen, wieder schauen. Peace.